Ja, herzlich willkommen hier zu unserem kleinen Tutorial mit dem Thema, wie baue ich die tollste Oberleitung der Welt, beziehungsweise wie nutze ich das neue Oberleitungstool. Wobei, so neu ist es ja schon nicht mehr, aber es gibt ja erst seit Hamburg-Hannover eine brauchbare Umsetzung, die es auch möglich macht, das Ganze in der Strecke zu verbauen. Vorher gab es ja keine Blueprints, da hätte man sich die selber erstellen müssen. Zumindest für deutsche Oberleitung. Es gibt, meine News hat eine schwedische Oberleitung nach dem System erstellt. Aber, wie man schon an den Signalen sieht, ich befinde mich hier mitten in Deutschland. Mitten in Niedersachsen, um genau zu sein. Beziehungsweise nicht Niedersachsen, aber quasi in Niedersachsen. Ich befinde mich hier in Bremen RBF. Wie man sieht, hier ist nichts an Draht. Aber da stehen schon ein paar Masten. Das liegt daran, dass ich hier eine Track Rule, das werde ich gleich noch zeigen, definiert habe, die keinen Blueprint hat für die Oberleitung. Das heißt, ich kann einstellen, das Ding hat Oberleitung, es wird aber keine Oberleitung angezeigt. Dadurch kann ich dann hier mit dem Tool meine eigene Oberleitung darüber setzen. Allerwichtigstes dafür erstmal die Grundvoraussetzung. Man braucht zwangsläufig Hamburg-Hannover, weil da ist dieses Tool bei, beziehungsweise da sind diese Blueprints bei. Ohne diese Blueprints ist im Moment noch nicht viel zu machen. Dann sollte man, wenn man das Ganze realistisch erstellen will, ich habe ja hier, wie gesagt, das hier ist der Arrangierbahnhof Bremen, und da ich die Oberleitung einigermaßen realistisch erstellen möchte, auch nach realem Vorbild, wo es geht ja nicht überall, habe ich mir, also benutze ich für die Oberleitung, um mir anzugucken, wie das Ganze steht, natürlich Google Earth, was für die Grundlagen ganz gut ist, aber was ich festgestellt habe in letzter Zeit, was sehr gut dafür ist, sind die Luftbilder von Bing Maps. Die sind teilweise derart hochauflösend und es gibt auch Schrägaufnahmen, dass man sehr gut sehen kann, wo welche Masten stehen, was für Masten da stehen, eventuell in welche Richtung die Ausleger gehen. Und in den Luftbildern, also in den nicht schrägen Luftbildern, in den senkrechten Luftbildern von oben, kann man auch teilweise sehr gut sehen, wo der Draht selber lang geht. Dadurch kann man dann sich schon überlegen, wie ist das Ganze abgespannt, wo gehen die Drähte hin, wie läuft das Ganze. Natürlich auch sehr, sehr vorteilhaft sind die guten alten Bilder. Ich habe mich jetzt beispielsweise vor gut 2 Wochen war ich in Bremen, habe mich auf diese Brücke hier gestellt und habe von hier oben runter die Oberleitungsanlagen fotografiert. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ich es 100%ig realistisch umsetzen kann, werde, weil es teilweise natürlich die Gleisradien nicht ganz mit der Realität übereinpassen, dann passt das nicht ganz. Aber man kann es doch sehr ähnlich dann schon kreieren. Man kann gucken, wo wird das abgespannt. Bilder sind da immer praktisch, in Zeiten des Internets ist es ja kein Problem mehr, an Bilder ranzukommen. Bei eigenen Bildern hat man natürlich den Vorteil, man kann sich auf etwas konzentrieren, was man jetzt näher wissen möchte. Beispielsweise hat dieses Signal 2 Flügel, wie heißt das Signal? Das wird man auf Bildern meistens nicht finden. Aber das kann man ja dann selber rausfinden. Aber zurück zur Oberleitung. Ich habe hier, wie gesagt, eine Track Rule erstellt. Man sieht hier keine Fahrleitung, aber in der Track Rule Fahrleitung definiert. Heißt für das Spiel, hier ist Draht. Es ist zwar keiner sichtbar, aber hier ist Draht. Das hat den großen Vorteil, dass, wenn man so ein Gleis hat wie hier, in der Realität endet die Oberleitung exakt hier. Wenn ich jetzt im Simulator auch die Oberleitung exakt hier enden lasse, mittels Track Rule, kann ich in diesem Bereich hier hinter keine Wagen mehr abstellen. Weil sobald ein Wagen auch nur einen Millimeter drüber steht und aus dem Bereich raussteht, der Oberleitung hat, sagt die E-Log vorne, selbst wenn sie selber unter Fahrrad steht, ich habe keinen Strom. Und der Dispatcher dreht dann völlig am Rad. Beziehungsweise die E-Log sagt es nicht, man selber kann fahren, nur der Dispatcher stellt einem keine Weichen mehr, weil er meint, ja, der Junge hat ja keinen Strom. Dann kommt die berühmte Fehlermeldung und dann war's das. Deswegen hier, bis hier hinten zum LS, habe ich das Ganze als stromführendes Gleis definiert. Hier hinter dann irgendwo habe ich ein Loch gemacht. Aus einem einfachen Grund. Hier sieht man das. Ich will ja nicht, dass jetzt im Szenario einer in die Richtung rausfährt. Weil diese Oberleitung, die hier zum Beispiel hängt, die spannt nur ab. Die hängt nicht über dem Gleis. Ja, also das Tool, wie gesagt, wir finden das hier unter G wie, Moment, G nach unten, G wie Gantry. Bei den Objekten, bei den Signalen.
gucken. German Gantry, da. Haben wir ein paar Möglichkeiten, ich tue mir die mal fix in die Favorites. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen den normalen und den Blend-Dingern ist. Vielleicht kann das mal jemand in die Kommentare schreiben, dann ergänze ich das in einem Zusatz. Ja, wir haben jetzt hier diese Tools. Setzt quasi hier so ein Mast hin. Ich werde das gleich mal weiter vorne zeigen. Hier ist ein bisschen viel Draht. Genau. Und wir haben jetzt nur hier, vom Prinzip her können wir nur irgendwie drei Arten Masten setzen. Also ein bisschen doof. Was wir setzen können ist Concrete One Track, kurz und lang. Concrete Two Track ist dann beidseitig. Das Tool wechselt sich ab. Wenn ich das jetzt klicke und weitersetze, dann wird immer kurz und lang der Mast getauscht. Dann haben wir hier noch so ein paar Stahlmasten, auch kurz und lang. Stahlmasten mit flachem Draht für Unterbrücken. Also da zum Beispiel. Und das Allerwichtigste, der Abspannmast, Terminating Mast. Und dann letztendlich noch das Span Tool, was, ja, das fängt leider bei zwei Gleisen an. Das ist meiner Meinung nach völlig sinnlos. Weil, ja, man kann damit arbeiten, aber wenn man über mehrere Gleise gleichzeitig setzt, das geht zwar schneller, aber wenn das eine Gleis nur 0,3 mm höher sitzt, dann passt das Ganze nicht mehr. Deswegen habe ich mir selber eins definiert, was bei einem anfängt. Das ist dann das hier. Sieht man, hier kann ich jetzt mit einem Gleis anfangen. Na gut. Jetzt muss ich mir mal eben kurz die Karte zurechtzuppeln. Nämlich gerade verrutscht. Ja. Ja, wir beginnen einfach mal hier an der Ausfahrt oder an der Gegenausfahrt nach Hamburg. Da muss ich mal eben gucken. Muss ich mal eben meine Bildsammlung durchgehen. Dann nehme ich jetzt leider nicht das richtige Bild auf. Da muss ich mal kurz gucken. So. Das Bild. Und dann brauche ich noch Bing Maps. Da haben wir es. Wie gesagt, für Oberleitungskonstruktionen ist wirklich Bing Maps umwerfend gut. Einziger Nachteil, man kann glaube ich die Karte nicht drehen, aber gut, da muss man mit leben. So. Ja, jetzt habe ich das. Jetzt noch in Google Maps. Natürlich, was man natürlich auch dazu nutzen kann, ist das Overlay-Tool. Hat nur ja gerne mal das Problem, dass es dann fliegt. Ich guck mal, ob es hier passt. Wenn es passt, dann kann man das als Anhaltspunkt, dann sieht man vielleicht auch ein bisschen was von dem, was ich hier auf Google Maps mache, oder Google Earth mache. Das liegt ein bisschen hoch, aber das wird gehen. Das kriegen wir so hin. So, da habe ich jetzt das Stück, was ich will. Pause. So, jetzt habe ich hier... Oh, die stehen ein bisschen weit vorne. Da müssen sie noch schon nach hinten gesetzt werden. Naja, mach nicht, mach ich gleich. So, also. Ich habe jetzt hier auf dem anderen Bildschirm ein Bild offen. Da kann ich jetzt erkennen, hier steht ein Mast mit Abspannwerk. Der spannt dann, hier sieht man das auch, hier geht der Draht, der spannt darüber ab, weil hier ist ja eine Weiche. Das Glas ist zwar stillgelegt, Oberleitung hängt aber noch. Also beginnen wir hier einfach mal mit dem Terminator. Der Terminator-Mast, wie gesagt, das ist ein Abspannmast. Mit diesen schönen Gewichten dran. Hat jeder wahrscheinlich schon mal gesehen. Den können wir jetzt mit F und G ausrichten. Ganz wichtig bei diesen Sachen, man hat ja hier die Koordinaten. Nicht da rumspielen. Ich kann das mal demonstrieren. Wir haben jetzt hier den Draht. Er hat wieder eine eigene Definition. Der heißt hier Arcad Wire. Arcad Wire 01 ist der Fahrdraht selber. Arcad Wire 02 ist die Speiseleitung. Man sieht, hier ist so eine Node. Da drin wird der Fahrdraht eingehängt. Wenn ich jetzt diesen Mast nehme, einfach mal mit Hilfe der Dings hochsetzen. Wieso geht das jetzt? Ah, nein. Die Höhen kann man ändern. Da habe ich mich versehen. Die Höhen kann man ändern. Was man nicht machen darf, ist die Dinger kopieren. Wenn man die Dinger kopiert, verschwindet die Node. Beziehungsweise sie wandert dann immer zum neuesten. Was ein bisschen blöd ist. Aber wenn man dann zwei Masten nebeneinander hinstellt, hat man den einen mit Node, den anderen ohne, kann man den einen wieder löschen. Weil nichts mehr bringt. Weiter geht's.
mit einem Gantry Lattice. Lattice ist jetzt ein Stahlmast. Kann man nochmal gucken. Ich meine, der stellt das immer automatisch links vom Gleis hin. In Blickrichtung. Wenn ich mich jetzt umdrehe, stellt er ihn auf die andere Seite. Da will ich ihn nämlich haben. Da kann ich jetzt hier schön zwei Masten nehmen. Ah, das wird ein bisschen eng wahrscheinlich. Ich muss mal gerade gucken. In der Realität hängen die ziemlich nah aneinander. Da werde ich jetzt einfach mal zweimal den gleichen Mast nehmen. Beziehungsweise, na, zweimal den gleichen Mast ist schlecht. Was man jetzt hier gut gucken kann, erstmal gucken, hier ist der Ausleger, da wird nachher die Note sein. Wir senken das Ganze mal ab und gucken, wo der hängt. Ah, der hängt ein bisschen weit rüber. Da das der ist für das... Achso, Moment. Stopp. Erstmal wieder auf Normalhöhe. Ich lösche das Ganze nochmal, damit wir keine... So. Wir nehmen einmal Push. So, die Normalhöhe merke ich mir jetzt. 1,612. Und dann senke ich das Ganze ab. Und guck, wo der Auslöser jetzt hier die Schiene durchstößt. Ja, das ist ein bisschen zu weit drüben. Also wieder 1,612 nach oben. Ein Stück rüberschieben. Runterziehen. Passt immer noch nicht. 1,612. Schieben wir ein bisschen rüber. Senken es ab. Ja, das sollte passen. So. Die Tools, die ich hier links ausgewählt habe in meinen Favorites, das sind die einzigen, die eine, die diese Nodes haben, wo man die Oberfläche reinhängen kann. Da wir aber ja noch viele, viele, viele verschiedene Mastformen haben, können wir uns noch einen Trick behelfen. Und zwar gibt es hier zum Beispiel Catenary Mast Arm Short. Das ist ein Ausleger ohne Mast dran, der hat auch keine Nodes. Das ist der Nachteil. Aber das macht ja nichts. Denn wir werden uns das gleich zusammenschummeln, sozusagen. So. Und hier sieht man, jetzt habe ich den damit rangesetzt. Ist ein bisschen hoch, da muss ein bisschen tiefer. Ups, das war die falsche Taste. So, ja, die überschneiden sich jetzt zwar, das sieht dann nicht mehr ganz so doll aus, aber das sieht immer noch besser aus, als wenn das Ganze da dann komplett irgendwie... Oder wenn da nur ein Ausleger wäre, das sieht dann wieder doof aus. Das sieht halt so meiner Meinung nach schon besser aus. Ist zwar nicht ganz realistisch, normalerweise würde hier ein Querträger dran sein, aber... Wir wollen es mal nicht übertreiben. So, jetzt habe ich da wie gesagt diese Note. Und hier hinten brauche ich jetzt erstmal noch einen Ausleger. Denn wir sehen ja, hier ist eine Kurve. Und hier muss noch ein, da sieht man es auch, hier hängt noch ein Ausleger in der Realität. Dann nehmen wir jetzt einen Pullmast. Und da wir ja faul sind, sehen wir schon, der hat sich hier wunderbar in den Abspannmast eingefügt. Sieht man gar nicht, dass er da ist, also man sieht es schon, wenn man genauer hinguckt. Aber ich denke mal, der Aufwand, das jetzt realistisch, sag ich mal, einfach alles abzubauen, der ist dann doch zu groß. Da kann man das dann doch so lassen. So, jetzt wird das hier rüber gespannt. Zack. Ich habe jetzt das Tool genommen, hier einmal in diese Node geklickt und dann einmal in diese Node und schwupps ist das Ganze verbunden. Jetzt nehme ich mir für diesen, weil wie dieser Mast, der kleine Ausleger hier, der erste, hat ja wie gesagt keine Node. Also kreiere ich mir da jetzt quasi eine. Ich schummel mir da eine hin, sag ich mal. Ich nehme einen Mast mit Node. Ja. Den schnappe ich mir. Und was man auch ganz schön ist, man sieht das hier, wenn ich den Ausleger hier markiere, der wird so gelb wie die Sachen, die markiert werden. Wenn ich jetzt hier so einen Ausleger mit Node markiere, der von dem Tool kommt, der kriegt keine Farbe. Der bleibt ganz normal. Daran erkennt man dann also, wenn man das Richtige markiert hat, man sieht es eben. Gut erkennen ist dann gut. Man merkt halt, ich habe was markiert. Und man sieht auf Anhieb, wenn man das Falsche markiert. So, jetzt spanne ich das hier ab. Oh, das gefällt mir nicht. Das ist nicht gut. Der ganze Mast muss noch ein bisschen gedreht werden, damit das auch schön aussieht. So, zack. Das geben wir hier hin. Zack. Schwupps, haben wir da Oberleitung. Sieht jetzt auch hier, das passt mit der Gleislinie. Die Oberleitung hängt hier wunderbar im Bogen, wie sich das gehört, beziehungsweise ich sollte das mal so gehen, dass ich auch mein eigenes Gleis sehe. Ja, das passt. Ja, das passt genau. Hier drüben wird es vielleicht ein bisschen eng, das macht aber nichts, weil hier noch die andere Oberleitung von der Seite kommt. Das ist dann nicht so wild. Jetzt muss ich eben gucken, wo der nächste Mast steht. So, da kommt jetzt ein Spannmast. Ich muss mal gerade auf meine Bilder gucken, ob der Mast nur das Dings festhält oder ob der, ob da auch der Draht dran hängt. Mir scheint,
das dermaßen selber nichts damit zu tun hat. Das heißt, wieder sichtbar machen das Ganze hier. Man sieht das ja schon, hier ist noch einer. Wieder so ein langer Mast, dicker Mast. Hier hängt so ein Abspannwerk, was aber anscheinend für dieses Gleis, wenn ich das richtig sehe, nichts zu tun hat. Ich werde das gerade mal ausprobieren hier mit dem... Ja, also der Draht geht da völlig gerade rüber, der hat da überhaupt keine Verbindung. Das heißt, der nächste Mast für dieses Gleis wäre jetzt der hier. Ja, da kann man jetzt wieder hier wunderbar... Wir fangen mal an mit dem Gantry, mit dem Lattice Tool. Einmal Lattice Push. Pull. Den kurzen. Und dann direkt daneben den langen. Guck mal, die sind jetzt nicht zu sehr zueinander verdreht. Scheint nicht so. So, die tue ich jetzt hier direkt nebeneinander. So. Packe ich sie mir mal beide. Gucken, wie hoch sind sie. 1,593. Senken wir das Ganze ab. Das mache ich immer ganz gerne, um zu gucken, ob die auch wirklich mit der Linie passen. Wenn das Ganze nämlich nicht passt, hebt man den Mast einfach wieder an. Oder schiebt ihn ein Stück rüber, hebt ihn dann an. Dann sieht das am Ende nicht so komisch aus, wenn dann auf einmal die Oberleitung irgendwie neben der Lok durch die Gegend fliegt oder so. Sondern man hat es dann schön gerade, wie das sein soll. Also ein ganz gutes Maß ist eigentlich immer, ich weiß jetzt nicht, wie die Wippenbreite in Deutschland ist, aber ein gutes Maß ist immer, ich sag mal, wenn der Auslieger, also wenn hier der Halter für den Fahrdraht, wenn er zwischen den Schienen liegt, das passt eigentlich immer. In den Kurven halt gucken oder in den Gleisbögen halt gucken, dass man ein bisschen weiter nach außen geht, weil man sieht, die Oberleitung geht ja in geraden Stücken rüber, das heißt zack, das heißt sie geht zack, zack, die geht, dann nimmt ja nicht die Kurve mit, so wie die Standardoberleitung, sondern das sind immer gerade Stücke, die machen keine Kurven, weil ein Band, wenn man es spannt, macht nun mal keine Kurven. Ist ja logisch. Ja, jetzt haben wir hier diesen komischen Doppelmast, der nicht so toll aussieht. Da nehmen wir jetzt einfach mal hier so ein Single Mast Small. Gut, ich weiß nicht, was in England klein ist, also bei mir ist das nicht mehr so ein kleiner Mast. Aber immer noch besser wie nix. Oh, ich sehe gerade, an dem Mast hängt ein Abspannwerk. Dann nehmen wir ein Abspannwerk. Ich weiß noch nicht, wofür das nachher sein wird. Also eine Oberleitung ist ja ein enorm komplexes Gebilde, aber das sieht natürlich noch besser aus. Der Mast ist von der Größe her angemessen. Jetzt steht da nicht so ein Monstermast, der irgendwie 500 Meter hoch ist. So. Ich schätze mal, der wird nachher hier irgendwo für die Weichenstraße irgendwas abspannen. Ich muss mal gerade gucken, wie sich das hier verhält. Der geht da rüber, kurz hinter der DKW kommt der. Ja, genau. Der spannt nämlich nachher. Der geht hier rüber und spannt dann für dieses Gleis ab hier. Gut, hindrehen tue ich ihn nachher, wenn ich ihn brauche. Jetzt kommt erstmal als nächstes die erste Fahrdrahtbrücke. Dazu messe ich das gerade mal aus im Glas. Das ist eine 32 Meter Brücke. Hier. Kann mal gucken, ob das hier auch hinkommt. Hier haben wir 33 Meter. Ich nehme trotzdem eine 32er. Das sind hier diese Cat Spans. Kann man dann hier rüber spannen. Zack. Da steht sie. Bisschen ausrichten. Passt. Da können wir jetzt wunderbar hier arbeiten mit dem von mir, also wie gesagt, im Normalfall hat man jetzt hier dieses Lattice Span Tool. Wie gesagt, ich halte da nichts von, aber man sieht auch hier, die sind nicht alle gleich zueinander. Die sind teilweise leicht zueinander verdreht. Wenn man da so ein Gleis hat, ich weiß gar nicht, ob hier welche unterschiedliche Höhen haben. Ah, hier hinten zum Beispiel. Also die Gleise haben alle Oberleitung. Ich meine, wenn ich das richtig sehe, ich guck mal kurz nach. In der Realität, genau, in der Realität ist zumindest bis zu dieser Weiche hier, also bis hier, ist hier ein gemeinsamer Oberleitungsmast mit einem Quertragwerk. Das Gleis ist aber schon geringfügig höher, das heißt die Fahrdrahthöhe würde schon nicht mehr passen. Beziehungsweise, die ist unterschiedlich. Aber,
Da das nur geringfügig ist, würde hier in der Realität der Fahrrad auf der gleichen Höhe sein. Das gleicht der Stromabnehmer dann von selber aus. Problem ist, nehme ich jetzt dieses Lattice Spantool mit 4 Tracks, was weiß ich, Pull oder Push, ist egal. So, dann habe ich jetzt da Höhenunterschiede drin. Das heißt, wenn ich da jetzt hier ein Quertragwerk oben rüber baue, mit dem Draht, also mit dem Querseil, dann hängt der eine Ausleger hängt drüber, der andere hängt unterm Draht, die ganzen Isolatoren hängen dann krumm und schief, das sieht einfach nicht aus. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, ich habe mir selber so ein bisschen was definiert hier, das ist eigentlich ganz simpel. Muss mal gucken, eventuell werde ich das releasen. Ich habe mir einfach ein eingleisiges definiert. Ist natürlich mehr Arbeit, der Bahnhof da hinten hat 196 Gleise, die wollen alle mit dem Ding elektrifiziert werden. Aber gut, das, dafür sieht es entsprechend, also ich sag mal, wesentlich besser aus, wenn man da dann das in einer vernünftigen Höhe hat. So, hier sieht man jetzt auch gerade, das ist ein bisschen zu hoch jetzt. Ich empfehle da immer, wenn die Gleise alle gleich hoch sind, man nimmt sich hier, wie ich das jetzt gemacht habe, einen so einen Hänger, setzt den da rein, also hier diesen Spantool, Hänger One-Track, und dann gleicht man hier vorsichtig mit V und B die Höhe von dem anderen Tool an. Ah, jetzt, so fein komme ich gerade nicht ran, kann ich jetzt hier ein bisschen mit Y rumspielen. 1,22 ist 4, 1,24, 2,45, passt. So. Das passt, wie wir sehen. Ah, der ist jetzt nicht ganz gerade. Gut, das sind dann so Sachen. Ich bin aber, wenn ich das sehe, dann richtig das. Wenn ich das nicht sehe, ja, dann ist es halt so dumm und nicht päpstlicher, sondern der Papst. So wild ist das nicht. Ja, das ist ein bisschen schief hängt. So, hier kann man wieder sehr schön dann, ich meine, bei dem Glas ist es jetzt egal, das ist stillgelegt, aber hier kann man dann wieder sehr schön einmal erstmal Höhe angucken. Höhe 1,5 mal 5. Absenken. Man sieht hier, das passt. Der hängt mit seinem Ausleger weit vor dem, wie heißt das? Schienenkopf. So, jetzt kann ich hier abspannen mit dem Catenary-Tool. Auch dieses Ding hat wieder so eine Node. So, was hatte ich gesagt? Welcher wird's? Der hier? Jo, war? Jo, der ist es. So. Jetzt hatte ich hier ja diesen Hilfsmast gesetzt. Wir sehen jetzt ja, der Fahrrad ist hier durchgelegt. Das passt. Der hängt hier dran, der hängt da dran. Ich habe das jetzt ja so angeglichen, dass es hier so aussieht, als wenn der durch diesen Ausleger, der keine Nodes hat, gehen würde. Oben passt das dann immer nicht so ganz, weil man sieht ja, der Fahrrad in der Realität, teilweise ist dann halt der untere Hänger hier und der obere da. Dann hängt das Quertragseil so ein bisschen schräg. Gut, das kann das, ich weiß nicht, eventuell kann das Blueprint das, aber die Nodes geben es nicht her, weil die hier eben senkrecht übereinander sind und hier wären sie eben schräg. Ist halt so. Sind Kleinigkeiten, was dann unschön aussieht, aber ich sag mal, das ist halb so wild. Jetzt nehme ich hier diesen Hilfsmast, ich meine, der hier war das, der vordere, ja, genau. Weil wir das jetzt ja fertig haben, da kommt der Mast weg. So, jetzt habe ich dann Mast mit Doppelausleger, Mast mit Nodes, Ausleger ohne Nodes, Draht bleibt hängen. Passt. Hier lasse ich die Masten natürlich drin, weil die sieht man sowieso nicht. Aber gut, wenn man jetzt von hier guckt, dann sieht man, dass da was drin ist. Ich habe da noch so ein paar mehr Masten, wo dann mal eine Laterne drin steht. Ja, aber im Gesamteindruck sieht es einfach besser aus. Jetzt könnte man hier oben noch eine Speiseleitung dranhängen. Hier rechts. Dieser Nupsi hier, das ist für die Speiseleitung. Muss mal gerade gucken. Nö, da hängt keine. Also kommt da auch keine hin. Ja. So, weiter geht's jetzt hier. Man sieht aber, wenn man jetzt hier eine doppelte Kreuzungsweiche, im Prinzip relativ simpel zu verdrahten. Wenn man jetzt mit dem normalen, oder das ist eine einfache Kreuzungsweiche, sehe ich gerade, wenn man jetzt mit dem normalen Oberleitungstool oder mit der Standardoberleitung vom Simulator das bauen würde, hätte man ein gerades Gleis, ein gerader Draht, noch ein gerader Draht und ein Draht, der durch die Kurve geht. Das gibt's in der Realität nicht. In der Realität ist dieser Draht da und dieser Draht da. Der Stromabnehmer läuft hier den Bogen und durch die Toleranz, weil er weit genug rüber kann, reicht der Draht, der wechselt dann hier auf den anderen Draht und fährt dann hier runter. Das interessiert ihn überhaupt nicht, ob hier jetzt noch extra für dieses Gleis ein Draht liegt. Das passt mit den Toleranz. Das ist extra so ausgelegt. Da wird dann wahrscheinlich in der Realität wird der Draht ein bisschen hergezogen. Dann liegt er vielleicht nicht ganz gerade. Aber, ey, das interessiert doch keine Hauptsache, es geht.
Denn in der Realität geht es auch nicht darum, das gerade zu bauen, sondern es funktionieren zu machen. Also so komische Sachen, wie die Standardoberleitung da macht, gibt es natürlich nicht. Hier haben wir jetzt wieder das Problem, oder wieder ist gut, aber hier haben wir jetzt das Problem, hier sind ganz viele Gleise nebeneinander und das Tool weiß nicht, wo es ranbauen will. Dann nehmen wir einfach das Gleis daneben. Ja. Verschieben dann das Ganze. Passen es hier an den Querdraht an. Höhe müsste immer noch 1,595 sein, genau. Dann senken wir das Ganze ab. Jo, das sieht gut aus. Und tragen die Höhe wieder ein. So. Den Draht werde ich jetzt noch nicht verbauen, weil der kommt gleich von hier, da steht noch kein Mast. Der kommt erst später. Dafür werde ich jetzt aber einen weiteren Draht nehmen. Wieder das Span-Tool. Man muss mal gucken, Push-Pull, weil der Draht läuft ja, wie wir ja wissen, normalerweise im Zickzack, um den Strom immer gleichmäßig auszunutzen. Oh, da ist der Angelpunkt, das heißt, er dreht sich da auch gut. So, deswegen gibt es diese Push und Pull. Normalerweise folgt einem solchen, wo ist er hin? Ach da, einem solchen Ausleger folgt immer ein solcher Ausleger. Um das Ganze halt in einem geraden, gerade nicht, aber in einem schönen Zickzack. Jetzt ist mein Ausleger verschwunden. Wo ist er hin? Da ist er. Um das Ganze in einem vernünftigen Zickzack zu halten. Senken wir das Ganze hier ab. Das passt. Sehr schön. 1,595. So. Jetzt nehmen wir hier einfach den Fahrdraht. Zack. Und hängen ihn hier ran. So. Haben wir's. Jetzt wird hier rüber gespannt. Gut, hier ist es jetzt ein bisschen, das sieht nicht ganz so schön aus. Aber ich denke mal, das sieht, glaube ich, in der Realität genauso aus. Das passt schon. Der hängt dann zwar ein bisschen auf Spannung und das normalerweise wäre da wahrscheinlich der Hänger so rum. Aber es sieht besser aus als das, was wir vorher hatten. Von daher. So, jetzt kann das Ganze hier abgespannt werden. Ich schätze mal, da die nächste Brücke erst da hinten steht. Die steht durch hier. Ja, da steht sie. Ne, da steht doch noch eine vor, oder? Ne, das ist die. Moment. Ja, genau. Da steht auch wieder eine Brücke. 26 Meter laut Google Maps. Wir sind 27. Wir nehmen mal eine 26. Oder wir versuchen mit einer 27 Meter Brücke. Vielleicht passt das ja. Die scheint mir zu lang zu sein. Ja, das passt. Die ist ein bisschen lang. Der Mast steht in der Realität näher am Gleis. So. Jetzt hat sich das Ganze weggedreht. Naja, wir drehen es wieder hin. So. Jetzt hier zu bedenken, das Ding nah genug an das Gleis ranstellen, weil da kommt noch ein... Oh, es ist windig draußen. Ziemlich stürmisch. Weil hier kommt noch ein... hier kommt noch ein Ausleger ran für das Gleis hier. Deswegen nicht zu weit von dem Gleis wegstellen. So. Jetzt müssen wir eben hier den Winkel halten und gucken, ob das passt. Der Draht kommt ja hier an. Wir wollen jetzt, dass der Draht hier weitergeht. Und dann letztendlich hier rüber geht und dann wird er irgendwo da hinten, irgendwo da, dann weggespannt. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier wieder so ein Zugding. Also ein Pull. Ist das richtig hier in dem Fall? Ja. Den nehmen wir mal, setzen wir mal hier hin. Hier ist es jetzt auch egal, ob der mit dem Gleis übereinpasst, weil wir wollen nicht über das Gleis, wir wollen das Ganze so setzen, dass hinten die Doppelkreuzungsweiche oder die einfache Kreuzungsweiche da hinten überspannt ist. Braucht man gerade die Höhe, 1,244 kriegt der auch, da müssten die Höhen passen, weil ich meine, hier sind keine Steigungen mehr drin. Genau. So. Aber jetzt kommt das Rumpfummeln. Wir verbinden jetzt hier. So, mal gucken. Oh, das sieht gut aus. Oder? Das sieht wunderbar aus. Das passt. So. So haben wir jetzt hier diesen Strang verdrahtet.
Der Draht wird jetzt entweder gleich da rumgehen und irgendwo hinten in die Gruppe reingehen, oder aber er endet. Und wird dann irgendwo hinten weggespannt. Ich denke mal, da der da vorne erst anfängt. Oder fängt er da vorne an? Ne, der kommt von Hamburg. Ja, der kommt von Hamburg. Hamburg ist dahin. Wird der wahrscheinlich noch weitergehen, denke ich mal. Das sehen wir dann. Beziehungsweise, wenn es mir zu unübersichtlich wird, fange ich dann auch schon mal an und spanne das nicht mehr ganz realistisch auf, aber ich denke nur, dass es halb so wild. So. Jetzt der nächste. Wir haben hier schon das Draht, den Draht gehängt. Hier vorne war gerade irgendwo eine Brücke. Eine Drahtbrücke. Da. Da muss ich jetzt mal eben gucken. Das ist laut Google Earth ist das eine 34,5 Meter Brücke. Also 34 Meter werden das sein. Ich messe die hier mal eben. Der sagt 35, ich versuch's mit 34. Die steht auch gar nicht so weit draußen, wie es da aussieht. So. Oh, das passt wunderbar. Können wir es mal wieder anmachen hier. Passt. Auch hier wieder 1,244, die Höhe wieder gleich, kann ich gleich anpassen. Was kommt denn da noch für ein Draht quer rüber? Wo kommt denn der weg? Achso, von da hinten, von dieser Weichenverbindung anscheinend, wenn ich das richtig sehe. Oder? Ja. Nur für diese Weichenverbindung. Ich sehe extra noch einen Draht, der da oben anfängt. Das ist dann eben so. Das Gleis ist eh stillgelegt. Von daher wird das, glaube ich, auch nicht mehr verdrahtet werden. Obwohl, das gucken wir mal. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass die einigermaßen gerade über den Gleisen steht. Ist zwar nicht in der Realität nicht immer so, aber es ist einfacher zu verdrahten. So. Ja, jetzt kommen wir, wie gesagt, zu dem Zickzack. Der Ausleger liegt so, das heißt... Moment, der liegt so. Das heißt, der muss so liegen. Und ein Stück nach rechts verschoben. Jetzt nehmen wir wieder den Ausleger. In diesem Fall das von mir definierte Span-Tool. Packen wir uns das Ganze, schießen ein Stück rüber und dann einmal ab in die Erde. Das passt noch nicht. Das sieht besser aus. So, dann 1,595. Zack. Ich hab's gehakt. So, das Ganze hier wieder an den Querdraht anpassen. Dann setzen wir hier einmal kurz, zack, ist jetzt nicht abgetaucht, das Oberleitungsblueprint drauf. So, und wir sehen hier, sehr schön schräg rüber. Ja, das sind eigentlich die Grundlagen, viel mehr gibt es da schon eigentlich nicht mehr zu erzählen. Ich denke, das Prinzip ist klar. Man kann damit sehr schöne Oberleitungen kreieren, das dürfte klar sein. Was ich jetzt noch machen kann, ist, ich kann mal hinter der Kurve beginnen. Da steht das Einfahrsignal. Ja. Kann ich mal hier beginnen mit einem siebten Track. So lang. Wenn man jetzt das Tool wieder abwählt, die Dinger kriegst du auch nicht weg. Oh, das Tool mal aus. So, jetzt habe ich das Tool wieder abgewählt, das ist ein guter Grund. Hätte ich es nämlich nicht gemacht, hätte er die Drähte direkt verbunden. Das will ich aber nicht. Die will ich selber legen. Jetzt gucke ich mal gerade in der Realität, wie es da aussieht. Das sind 40 Meter Abstand. Das heißt, ich setze jetzt hier, da sind 40 Meter. Das heißt, ich nehme jetzt hier wieder Lattice, nehme mir bewusst den Pushmast, weil wir uns ja hier in einer angezogenen Kurve befinden, nehme ich den Pushmast, so. Jetzt setze ich hier einmal den Wire, also den Wire 01, sprich die Oberleitung selbst. Und jetzt könnte ich hier noch die Speiseleitung, die würde sich aber wahrscheinlich mit dem Formsignal beißen. Ja, das ist nicht so gesund. Also, das sind 15.000 Kilovolt drauf, also das ist ein bisschen dicht. Die kommt also weg. So. So, jetzt haben wir hier den ersten. Jetzt gucke ich mal gerade, wann der zweite kommt. Der kommt nach 50 Meter.
Luftlinie. Was sehr schön ist, ist, das Tool passt sich immer der Gleishöhe an. Also wir müssen dann nicht irgendwie noch umrechnen. Das passt immer nach der Gleishöhe. Nehme ich hier wieder Lattice One Track, Must Push, weil wir haben eine Kurve und die stehen außen. Wenn sie jetzt innen stehen würden, nein, sie stehen innen. So, wenn sie jetzt außen stehen würde, würde ich einen Pull Must nehmen, um sie möglichst weit nach außen zu kriegen. So, jetzt sehen wir hier, passt das? Oh ja, das passt. Jetzt sehen wir hier auch schon sehr schön, wir kommen hier quasi um die Kurve, der Draht geht über uns rüber, bleibt aber über dem Gleis und dann zackt er hier und dann zackt er da. Bleibt so quasi immer über meiner Lok. Muss ich mal gerade gucken, wann der nächste Mast kommt. 50 Meter, war das auch schon 50? Das sind 40 Meter. Moment, jetzt habe ich mich, glaube ich, gerade versehen. Das sind 40, das sind 40. Da ist das Einfahrsignal, da habe ich mich verrechnet. Oder? Einfahrsignal? Nee, hier sind auch noch 40 Meter. Wieder weg. Muss ja schön aussehen. Soll ja realistisch werden. Das heißt, wir bauen das Ganze nochmal. So. 40 Meter. Lattice One Track Push. Jetzt messe ich hier nochmal 50 Meter aus. 60, 45, 48, 49, da. 50. Lattice One Track Push. Dann nehme ich mir hier wieder, das war das Falsche, dann nehme ich mir hier wieder das Tool, das Wire-Tool oder das Blueprint. Slot-Objekt und verbinde einfach die Nodes. So. Jetzt sieht man hier sehr schön, der Draht geht wunderbar um die Kurven. Jetzt passen auch die Abstände, sind auch realistisch, wie sie sein sollten. So soll das sein. Warte mal gucken, ich kann ja noch einen näher rangehen. Nochmal 40 Meter weiter. Hier kann ich jetzt auch mal zeigen, da wir ja gleich so eine Überwerfungsbauwerk da oben haben, muss ja der Fahrdraht ein bisschen schmäler werden. Das heißt, wir setzen jetzt hier nicht einen normalen Mast, sondern wir nehmen das Lattice One-Track Bridge Tool mit einem Push-Mast. So. Das Bridge Tool macht jetzt, das werden wir gleich sehen, so. Hier sieht man ja sehr schön, also noch keine 40 Meter. Das ist 40 Meter, das ist doch mehr. Das muss ich mal gucken, ob ich mich da nicht versehen habe. 39. Achso, das sind nur 30. Ja, macht nichts. Egal. So. Hier sieht man jetzt sehr schön immer diese durchhängende Form, dieses Whoops. Jetzt wird's hier flach. Whoops. Und dann geht's da runter. Und dann kann hier gleich der flache Fahrrad hier drunter längs gehen. Vielleicht sollte ich hier dann doch nochmal bei Zeiten einen Bridge Track hinmachen. Passt das denn? Das Äußere der Richtige, das Äußere ist der Richtige. Das passt, den könnte ich theoretisch noch ersetzen. Wenn das jetzt nicht passt hier mit der Höhe, was ich befürchte, da wird wahrscheinlich nachher ein flacher noch hin müssen. Da muss ich den noch austauschen. Hier sieht man auch wieder, es sind Unterschiede, ob es daran hängt. Das ist nur so hoch. Und geht dann darüber. So, das könnte ich jetzt schon verbinden. Warte, gucken. Ja, da ist irgendwo, da muss ich mich nochmal näher informieren, weil da ist irgendwo hier im Tunnel ist natürlich noch eine Halterung. Oder zwei, da muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Da muss ich ein bisschen hinfummeln. Ja, das war das Grundlegende zum Konstruieren. Jetzt zeige ich mal noch, wie so Masten denn aussehen können. Dazu fliegen wir mal in Richtung Bremen Hauptbahnhof. Man sieht schon, ganz, ganz viele rote Vierecke. Jedes dieser roten Vierecke, also bis auf die da hinten an der Drehscheibe, jedes dieser roten Vierecke ist ein Stück Oberleitung. Jeder dieser Drähte da oben ist handverlegt. Jeder einzelne Ausleger da oben ist handverlegt, ist eine Mordsarbeit. Aber man sieht, es lohnt sich, das sieht gut aus. Finde ich. Fehlt hier gerade was? Ist da gerade irgendwo ein Hänger übersehen? Nee. So, hier sieht man jetzt die ganzen weichen Straßen, wie das alles kreiert ist. Dann komme ich hier mal was Simples, oder simpel nicht. Hier haben wir wieder das gleiche Prinzip angewendet wie für Rüben. Wie ich das vorhin gezeigt habe mit dem Stützmast, mit dem Hilfsmast, die ich dann gelöscht habe. Dieser Hänger hier, der hier ist, Cat Reach Hänger, bla bla, hat keine Nodes. Sieht man hier. Der Mast hier hat Nodes, der steht da wieder im Hauptmast drin. Ich habe hier also diesen Mast hingestellt, habe mir hier einen Hilfsmast hingestellt, habe die Nodes des Hilfsmastes hier genutzt, habe dann den Hilfsmast gelöscht, nachdem ich ihn nicht mehr brauchte.
hier dasselbe und hier ebenso. Hier habe ich sogar zwei Hilfsmasken gebraucht, weil das hier so ein Doppelhänger ist, weil hier noch das Abspannwerk, weil hier noch abgespannt wird mit für diese Weichenverbindung hier. Ganz lustig wird es dann, wenn man in Abstellbereiche kommt, wo viele veränderte Drähte nichts, oder? Nee. Wo viele Drähte aufeinandertreffen. Bestes Beispiel finde ich immer ist dieser Mast hier. Wir haben hier ein Mast mit Ausleger. Daran einen Ausleger. Dieser Ausleger hier wurde der Vater wieder mit Hilfsmast kreiert. Hier ist ein Mast mit Nodes. Ein kurzer Mast mit Nodes, ein langer Mast mit Nodes. Irgendein Spannwerk mit Nodes. Langer Mast mit Nodes, kurzer Mast mit Nodes. Das Ding besteht also aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teilen. Plus 1, ja, in diesem Fall nur ein Hilfsmast. Hier ist noch so ein Konstrukt. Einer mit Node. Ist das ohne Node? Ne, die haben auch alle Nodes. Der hier, aber hier habe ich wieder einen Hilfsausleger genommen. Hier glaube ich auch. Nein, hier habe ich wieder. Nach Möglichkeit kann man natürlich immer versuchen, dass man einen Mast mit Node. Das sieht man da unten am Mastfuß. Hier sieht man das auf der Mastfuß raus. Man kann dann natürlich nach Möglichkeit sollte man natürlich immer versuchen, einen Mast mit Node irgendwie im Mastfuß zu verstecken, dass das nicht so auffällt. Weil man muss sich schon überlegen. Also. Die Masten stehen alle 50 Meter meistens. Das sind bei 40 Kilometer Strecke verdammt viele. Und man dann noch so teilweise hat man noch so Bereiche. Ich kann da mal eben rüberspringen. Bremen Neustadt ist noch nicht fertig, aber ich habe hier unten irgendwo die Avans Bremen Hochding. So. So. Da haben wir dann mal eben über 400 Meter solche Konstrukte. Auch hier Mast hingestellt, Hilfsmast. Dann noch hochgeschoben, da habe ich hier oben noch die Speiseleitung mit eingebaut. Da sieht man jetzt hier, die fliegt, weil die war ursprünglich auch in so einem Nupsi hier befestigt, wie hier oben. Den Mast habe ich danach allerdings gelöscht, weil, ist halt so, wenn man vorbeifährt, da sieht man sowieso nicht, dass da oben das Ding nicht genau auf den Nodes hängt. Besteht dann wieder hier aus zwei Teilen das Ding mit einem Stützmast, den ich dann, oder je nachdem zwei Stützmasten, die ich dann danach gelöscht habe. Man kann ja auch, wenn man hier so lang fliegt, sieht man sehr schön das Tick-Tack. Wenn man dem Tool freien Lauf lässt und es passt, macht es das auf der freien Strecke automatisch. In Kurven nicht ganz, oder in Gleisbögen. Aber im Prinzip, meistens macht es das. Hier habe ich jetzt ein kleines, der Draht, der geht ja nicht endlos. Also hier wird er gerade getauscht. Abspannwerk geht hier rüber. Mast mit zwei Auslegern oder eine fliegt ein bisschen. Hat sich da was verschoben? Nö. Oh ja, macht nicht. So wild ist das dann auch nicht. Sieht nicht ganz so dolle aus, aber er sitzt ein bisschen tief und wir sitzen ein bisschen hoch. Hier stimmt irgendwas nicht. Da hat sich was verschoben. Das ist ja komisch. Naja. Jedenfalls dann hier abgespannt darüber. Hier wieder dasselbe. Ein Mast mit Ausleger, ein Ausleger, zwei Ausleger, beide ohne Nodes, zwei Stützmasten genommen. Hier oben noch einen dritten Stützmast für die Speiseleitung. Danach wieder gelöscht. Meistens klappt das schon irgendwie, dass man da die Kurven hinkriegt. Oh, hier fliegen wir jetzt nochmal längs. Kann man das nochmal schön sehen, wie gut das aussieht. Man muss halt gucken, man kann ja diesen Hänger, gibt es auch einen kurz oder lang. Die normalen Masten, ich rutsche mal unter dem Boden, das ist so. Die normalen Masten auch. Und jetzt sieht man hier zickzack, schön zick, zack, zick. Jetzt hier, die hört es auf. Das habe ich mit dem Tool automatisch setzen lassen. Jetzt sieht man auch hier, hier hat das Tool aufgehört, zickzack zu setzen, weil es geht hier in den Gleisbogen. Es nimmt also außen automatisch die kurzen, innen automatisch die langen. Dadurch bleibt der Draht immer schön über dem Gleis. Hier sieht man jetzt noch das Konstrukt. Das sind dann die Betonmasten, die sehen so aus. Stehen hier in ziemlich kurzen Abständen, weil das halt ein ziemlich enger Bogen ist. Und auch bei denen kann man solche Doppelmasten kreieren. Das hier ist, glaube ich, einer von einem Metallmast. Habe ich einen Schutzdraht reingesetzt. Hier sieht man da oben, da sind sie nicht ganz sauber verbunden.
Und hier habe ich dann auch noch einen und hier ist wieder einer. Genau, hier ist wieder ein Mast. Ohne. Wie heißt das? Ohne. Ich komme auf das Wort nicht. Notes. Ohne Notes. Und hier hinten hatte ich dann wieder einen. Was macht dieser Mast da? Den brauche ich dann gar nicht. Der ist überflüssig. Ja. Da waren Auslieger über. Passiert auch mal. Und dann wird das Ganze hier wieder abgespannt. Hier wieder ein Metallmast. Ein Mast, zwei Mast, das sind drei Masten. Einmal hier der Abspannmast, der hier hinten, da sieht man da, das Spannwerk. Und dann zwei kurze Masten, die einfach in den Abspannmast verschwunden sind. Hier dann wieder ein langer und ein kurzer. Und hier ein langer. Oder ist das ein kurzer? Das sind zwei, hier sieht man auch noch hier hinten, da ist noch ein Medium oder sowas. Da habe ich dann wieder einen Stützmast verwendet. Und solche Konstruktionen kann man halt dann ganz nett ja, recht abwechslungsreiche Oberleitung kreieren. Hier ist es jetzt ziemlich gerade geworden, weil die Gleise ziemlich nah zusammenliegen. Ja, und im Prinzip habe ich damit eigentlich alles erläutert, was man so kreieren kann, wie man das kreieren kann. Ich kann mal darüber fliegen. Da hinten sind nämlich noch ein paar nette Konstruktionen, die ich mal zeigen kann. Ah, genau, hier kann man auch noch mal... Ah, hier ist noch Fahrrad. Hat er noch nicht geladen. Lad mal den Fahrrad, Kollege. Da ist er. Hier sieht man nochmal schön den Brückenfahrrad. Der ist halt ein bisschen niedriger. Da sieht man jetzt ein bisschen schlecht, weil die Brücke hier im Weg ist. Der ist ein bisschen niedriger, weil der hohe Fahrrad wird jetzt hier oben, wie man sieht, der würde hier super wunderbar die Brücke unter 15.000 Volt setzen. Deswegen habe ich hier den Brückenfahrrad genommen. Der ist ein bisschen niedriger. Der Fahrrad passt sich automatisch an die Pfeiler an, an die Masten an. Das heißt, setzt man einen hohen auf den tiefen. Das sieht man auch hier. Man kann auch so ohne weiteres übergehen von einem Brückenmast auf einen normalen Mast. Der Fahrrad wird einfach dünner, das macht das Blueprint vom Fahrrad automatisch. Und mit vielen, vielen, vielen Masten und vielen, vielen Stunden Arbeit kann man dann sowas hier kreieren. Ja, hier sieht man das. Hier steht noch ein Stützmast, weil ich da drüben den Draht noch nicht gelegt habe. Hier steht wieder ein Stützmast. Hilfsmast. Da steht auch noch einer. Wo steht der jetzt genau? Das weiß ich eigentlich gar nicht. Ah gut, das wird seinen Grund haben, hier werde ich noch irgendwelchen... Ach so, weil da eine Weiche rüberkommt, genau. Ja, da hängt jetzt hier, da hängt auch, sieht man auch hier wieder den Ausleger. Den kurzen, den langen, wo das nachher dran hängt. Da scheint mir etwas passiert zu sein. Habe ich da eventuell den... Ja, hier habe ich einen Fehler gemacht. Das sieht man hier ganz gut. Ich habe hier vergessen. Man sollte, wenn man einzelne Masten setzt, immer das, oder auch wenn man so Hilfsmasten setzt, immer, immer, immer das Tool absetzen. Weil sobald man zwei Masten mit dem Tool direkt hintereinander setzt, Mind Railworks ist gut und verbindet die Dinger. Das ist nett gemeint vom System, nur dummerweise kommt dann da sowas bei raus und die kriegt man nicht zu fassen. Also man sieht das hier, ich versuche das mit der Maus, den kriegst du nicht gegriffen. Und diesen Draht wirst du nur noch mit Undo los. Hier ist es mir nicht aufgefallen. Ja, wann habe ich das Stück hier gebaut? Da müsste ich jetzt ein ganzes Stück Strecke wieder abreißen. Das ist das Einzige, was wirklich nervig ist. Ich glaube, die Autoverbindungsfunktion kann man auch nicht abschalten. Zumindest habe ich es noch nicht gefunden. Man möge mich da korrigieren. Aber, ja. Ich glaube, ja, jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Man sieht doch, das passt wunderbar alles unter den Signalbrücken hier. Da braucht man auch keinen niedrigen Fahrrad. Das passt, ehrlich. Und ja, es lässt sich in engen Bögen nicht vermeiden. Natürlich, dass man es nicht ganz authentisch hinkriegt. Ich meine, man ist ja kein... Und ich gehe mal davon aus, die meisten von uns sind keine professionellen Fahrradaufhänger, Fachkraft für, was weiß ich, wie das heißt. Deswegen, also hier in diesem Bogen zum Beispiel, wenn ich hier mit der 103 von Virtual Railroads lang fahre, also hier in den Stücken, da rutscht der Draht dann doch schon mal von. Aber wir sind auf den Strom ja nicht angewiesen. Das sind dann so kleine, ganz minimale Details, die dann nicht so perfekt passen. Die sich auch nicht perfekt wohl lösen lassen. Aber ich sag mal, das kann man vernachlässigen. Genauso wie das, was ich vorhin sagte, dass hier oben teilweise die Drähte nicht ganz passen. Ich kann mal gucken, ob hier noch so einer ist. Dass das teilweise nicht ganz passt. Ich sag mal, das ist... Ja, Kopf viel gesprungen. Hier, da ist es. Da sieht man das. Das ist eine Kleinigkeit. Das sieht nicht ganz so toll aus, aber ich sag mal, das kann man vernachlässigen.
so hohe Qualitätsansprüche hat dann, glaube ich, keiner. Oder so hohe Realismusansprüche. Nicht, dass ich realistisch haben will, dann fahre ich hier. Wenn ich das noch realistischer haben will, den Fahrrad, dann fahre ich hier in echt. Viel, viel besser geht es eigentlich schon gar nicht. Als das, was man mit diesem Tool hier fabrizieren kann. Ja, ich hoffe, das war einigermaßen interessant und lehrreich. Wenn Fragen sind, gerne hier unten runter posten. Wenn ich die beantworten kann, werde ich sie natürlich beantworten. Auch wenn ich irgendwas Falsches gesagt haben sollte, immer darauf hinweisen. Ich bin ja auch nicht perfekt. Ja, dann ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.